hießen die Nummer 74. Das weiß ich noch nicht mit der Korrektur auf die Stelle. Ich hab für die jetzt gerade was mitgebracht. Hey, mein Zeug. Jetzt ist die Glatze dreckig. Das neueste Agenten-Equipment. Von ganz oben haben die mir befohlen, ihn zu bringen. Großartiges Zeug. Agent N24, das ist Ihr Agentenzeug. Damit werden Sie noch erfolgreicher Ihre Mission abschließen können. Ja, guck's dir an. Mit dem allerneuesten MBZ 590 Mainboard und dem Intel-CPU da drin können Sie Ihre Mission ganz ohne Diana Burnwood abschließen. Das sag ich Ihnen. Boah. Um das volle Potenzial der neuesten Intel-CPU-Technik zu entfalten, benötigt das Mainboard die beste CPU-Leistung. Ich sag dir, die beiden Teile in Kombination ist ein Biest. Eine bessere Computerleistung mit anderen Produkten kombinieren und so, dafür ist die Z590-Serie halt voll optimiert, so wie du Tötungsmaschine. Ja, mit den Finfrays und den Heatpfeifen und Thermal Guts. Weil es einfach insane. Wow. Ja, sag ich dir. Ach übrigens, da ist noch ein Zettel drin. Es ist ganz wichtig, dass du den da in die Kamera vorliest. Viel Erfolg, tschö. Jetzt einmal von 5x Gigabyte Z590 Aorus Master Gaming Mainboards mit etwas Glück gewinnen. Link in der Videobeschreibung. Außerdem, jetzt Gigabyte Aorus kaufen, bewerten und bis zu 100 Euro Steam-Guthaben kassieren. Den Link findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung. Hashtag Intel, Hashtag Z590, Hashtag Gigabyte, Hashtag Aorus. Leg den Zettel weg, schaut in die Kamera. She'll know what to do. I wish there'd been more time. Cover me! Dumped. Tell the Constant to start running! Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Hitman 3. Kurz vorab, weil einige das letzte Folge gefragt hatten, von wegen, hä, wie kannst du denn die Kostüme so krass originalgetreu ready haben? Ich dachte, es ist blind. Schade, dass es nicht blind ist. Es ist tatsächlich blind. Ich spiele alles blind. Das Ding ist, dass mein Cutter-Team die Mission vorab spielt, um alle Kostüme zusammenzustellen. Holy shit! Finden Sie Olivia, sie wird Ihnen mehr Informationen geben. Also das Krasse ist ja, die Dame, die immer mit uns redet, wurde ja jetzt irgendwie in Gewahrsam genommen von der Konstante? Jetzt bin ich komplett auf mich gestellt oder was spielen? Okay, man ist ja jetzt völlig lost. Das ist so wie wenn in einem Hörbuch der Erzähler gefangen genommen wurde. Ich bin einfach irgendwo in der Pampa an der Tanke oder was? Herzlich willkommen, lol. Okay, hier kann ich runter. Hä, wie spooky ist diese Mission? Das ist ja nicht meine Mission. Oh, lol. What? Nahkampfmesser, das nehme ich mit. Hä? Wo bin ich? Was bin ich? Ich gehe zur Tanke. Aber da geht's runter, okay. Dass ich nicht Steuerung drücken kann oder irgendwie, ne? Okay. Flyer. Ein Flyer mit dem Titel Fahrt zur Hölle. Okay. Also dahin ist auf jeden Fall gut was los, wie ich das sehe. Betreten verboten. Wir sind in Berlin. Hier ist alles Germani. Oh, was ist hier? Bleirohr, jawohl. Haben wir was zum Schmeißen? Ist doch nice. We've been compromised. Abort and walk away now. Who? ICA. They tracked me. Don't know how. It's what they do. How many? One prime asset in a whole pack of up-and-comers?
They've infiltrated the club searching for us. I'll take care of this. Oh. Wir sind jetzt in einem Club und der ist infiltriert mit Kopfgeldjägern, die mich eliminieren? Ich weiß nicht mal wie viele und alles. Oh Gott, da kommt wer. Ich könnte ihn jetzt einfach killen, oder nicht? Dann mache ich den mal weg. Ja, Agent Price, Alter. Lief nicht, wa? Jawohl, eine Pistole, sehr gut. Und Ohrhörer. Jetzt höre ich, was die sagen. Durchsuchen Sie das Gelände und lokalisieren Sie die ICL. Ich muss erstmal Normalo werden. Moin. Hallo, excuse me. I was wondering if you could help me find my bike. I can get you in for free, if you help me. Hier ist ein Rad. Das ist sehr auffällig. Tüte mit medizinischen Pillen. Geil. Oh, oh, did you find my allergy pills? I found them. You geiles Outfit. Thank you. Geil, Herr Ziegler Begleitung, Alter. Alter, auch krankes Outfit. Ist das hier so Berghain, nur die Hitman-Version? Sir, if you want to get through, I'm gonna have to pat you down. Okay, Sekunde. Puh. So, entsorgt. Ich bin ready. Das ist kein Problem. Oh! Ich habe ja noch das Bleirohr. Das durfte ich mit reinnehmen. Also wenn ihr in Berlin klubben geht, Bleirohr ist gar kein Problem. Ich muss irgendwie Offguard jemanden erwischen. Auf dem Klo oder so. Oh lol. Hä? Der erkennt uns oder was? Okay. Und da hinten ist auch ein. No sign of target. Stop talking. Focus on finding him. Okay, eine habe ich quasi ausgemacht. Oh, was ist hier? Guck mal, sowas brauche ich. Was ist, wenn ich hier eine Münze werfe? Triggert das ihn? Ich habe doch eine Münze. Dann könnte ich den Security Dude. Ja, wir verkleiden uns erstmal. Oh. Ach, guck mal hier, sogar. Mensch. Heinrich, ist alles in Ordnung hier, Sektor B. Und geile Mucke, Heinrich. So, hier ist die Münze und die Knifte. Die nehmen wir mal auch mit. Man weiß ja nie. So, jetzt wurde ich halt gesehen, aber das ist ja scheißegal. Oh, hier. Hier ist ein Motor. Alter, das sind richtige Harleys, Digga. Sind das Harleys? Ich kann mich da nicht so aus, ne? Also, ein alter Ego von mir. Der kennt sich aus. Ist das ein Killer? Ist ein ICA-Agent, oder? So, der ist jetzt markiert. Okay, den muss ich umbringen. Okay, warte. Ich meine, das ist ein Killer, ja? Aber wir haben ja herausragende Tricks, die selbst die erfahrensten Killer in Versuchung bringt. Gut. Dann schieben wir dich mal hier rein, mein kleiner Hasi-Puku. Und er wird verkleidet. Ja, also an den ein oder anderen Stellen erkennt man dann vielleicht doch, dass Verkleidung nicht alles ist, ne? Gewisse Stellen. Oh, es ist halt schwierig. Ja, gut. Ich hoffe, mich erkennt keiner. Oh, ne. Uzi, Bruder. Und Bleirohr. Das ist meins. Gut, ich bring den mal um. Ja. Geh mal in den Club, Leute. Jo, bei mir ist alles in Ordnung. Hier lag eine Münze im Busch, Digga. So, und drin. Okay. So. Oh. Wieso würde der mich denn sehen? Hier ist Toilette, wa? Ja, Toilette. Okay. Alter, da liegt einer. Die stehen alle Schlange und kommen nicht rein. Okay. Ah, okay. Dann warte ich, bis er hierher rotiert und bring ihn hier um. Ist doch geil. Wo ist er denn? Ach, da hinten, Alter. Okay. Oh, hier ist Rattengift. Perfekt. Schraubendreher. Ja, ja, ja. Zieh erstmal lieber rein. Sicher, sicher, Porzellan-Dings. Ich wollte ihn eigentlich mit dem Schraubendreher. Naja, dann so.
Alter, richtig in die. Dietrich hat der. Er hat einen Dietrich. Geil. Nee, nee, der ist gone. Ich meine, ja, was soll ich sagen? Ist RIP. Okay, schauen wir uns bei dem Club um, würde ich sagen. Ach, der Flur ist da unten. Oh mein Gott. Ah, jetzt sind wir hinter der Garderobe. Lol. Und hier kann ich eine Axt rausholen. Blaubeermuffin. Lecker. Alter, wie groß dieses Level auch ist. Das ist einfach eine ehemalige Kläranlage oder was oder wie. Ist ja widerlich. Hier ist ein Schlüssel. Kann ich den nehmen? Sehr gut. Ich habe einen Schlüssel. Schlüssel ist immer gut. Oh, wer ist das? Ich glaube, das ist eine richtige Side-Mission, weißt du? Sicherheitshalber, ja? Sicherheitshalber, Genick hoch, so. Das Ding ist, man hat diesmal halt gar keine Anleitung. Ich kann jetzt, also ich muss das alles selber stricken. Du bleibst ja erstmal liegen. Oh. Das sind Biker? Den kann ich da absnipen, indem ich das explosive Gerät... Warte mal. Ventil öffnen. Wir machen mal hier ein bisschen auf, ja? Oh, komm, und dann verpissen wir uns einfach schnell. Das wird jetzt komplett ihm um die Ohren fliegen, glaube ich. Aber ja, mir fehlt leider was Schallgedämpftes. Das hat echt gereicht. Der hat sich eine Kippe oder so angemacht. Hier liegt ja noch mein Pizzalieferant, ja. Und hier, das probiere ich jetzt einfach mal zu knacken. Ich habe ja den Dietrich. Ich nehme jetzt mal den nächsten Grashalm, den ich kriegen kann und verkleide mich hier als krasser, cooler Drogendealer, Pizzalieferant. Let's go. Schnelle Express. So, und jetzt ist die Frage. Wir haben ja die Diana nicht im Ohr. Versteht ihr? Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie selber gucken, wohin uns theoretisch dieses Outfit führt. Ich schätze mal, er ist hier so in der Nähe von den... vom anderen Gebäude. Und Drogendealer, jetzt waren da Rocker. Was machen die hier überhaupt? Nämlich, und hier neben den Harleys steht nämlich das Ding. Sind hier die Drogen drin? Sind da, also... Ah, siehst du? Vergiften. Fast Food. Let's go. Keine Ahnung, wieso ich das tun sollte, aber... Brother! Ich bin's. Essen ist da. Liefer Schnelli Express, Digga. Wohin bringt er das, ist jetzt die Frage. Das muss ich jetzt irgendwie mitkriegen. Okay, er stellt das jetzt dahin. Oh, lecker. Ja. Klettern wir mal durch und stopfen ihm mit dem Muffin die Fresse. Und er rennt jetzt auf Klo. Da gehen wir doch mal hinterher. Moin. Genick brechen. Machen wir mal. Das war's? Ich war nicht einmal im Club, ich war nicht auf dem Dancefloor, gar nichts. Nö. Wir schauen uns hier jetzt nochmal ausreichend um. Verkleiden. Warte mal, ich hab da irgendwas am Rücken. Oh. Funktioniert die? Ja, einwandfrei. Gut. Das war jetzt zufälligerweise der letzte ICA-Agent. Ist ja lächerlich. Lächerlich seid ihr. So. Kleinen Moment. Besser. Aber geile Kutte, ne? Also. Hier so. Ich glaube, die gibt es jetzt auch gerade in diesem Moment wieder sehr stark limitiert im Merch-Shop von mir. Und eventuell
sind die auch wieder innerhalb von einem Tag weg. Müsst ihr wissen. Ist übrigens was für Liebhaber. Boah, aber geile Geräte, ne? Nicht schlecht. Ey, das ist so ein krankes Level-Design. Also wirklich. Ist ja was für eine geile Mission. So. Naja, bevor wir jetzt einen Ausgang finden, würde ich auf jeden Fall noch einmal auf den Dancefloor gehen. Also, weil wir haben noch nichts vom Club gesehen. Ich habe ja einfach unabsichtlich einen Speedrun gemacht. Wir gehen zum Club. Ala. Hier, immer der Musik folgen. EQT. Warte mal. So scheiße knapp! Weil ich heute Hello Sub tanze ich durch den Der ist auch richtig schön eingeölt, Digga. Ja, also ich brauche für den Dancefloor ein richtiges Outfit, finde ich. Wo bringen wir dich jetzt hin? Scheiße. Hier? Dann verkleiden wir uns jetzt mal. So. Jetzt sehen wir fresh aus für Berlin City. Oh, oh. Okay, ich renne. Okay, scheiß drauf. Ich renne. Ich darf hier gar nicht hin als saftbarer Keeper. Scheiße. Wo bin ich? Ich bin genau hinter der Leinwand, Alter. Klettern. Bin ich jetzt beim DJ? So, Junge. Jetzt legen wir hier mal auf. Machen wir es mal aus hier. Und jetzt machen wir hier mal was richtig an. Was stört der mich hier während der Show? Mann, ey. Jetzt hat er da meinen Höhepunkt versaut, ey. Glaube takt. Jetzt hauen wir rein. Das war nochmal ein Bombenauftritt von mir. Ja, ich bin's, der DJ. Jetzt läuft wieder die Standardmucke, ne, Leute? So ein Scheiß. Diese Mission ist insane. Was wir hier alles rausschneiden, obwohl es eigentlich alles richtig krank geil aussieht. Also es ist insane, diese Mission. So, wir hauen jetzt rein. Okay, dann gehe ich einfach wieder raus. So. Ja, dann würde ich sagen, das war die bisher geilste Hitman-Mission, die ich je gespielt habe. Heilige Scheiße. Dann bin ich jetzt gespannt, wie es weitergeht. Wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Auf bald. We're clear. You killed all of them? They got my message. Where are you? Diner. Up the main road. On my way.